Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, heute bin ich mega, mega gut drauf, weil es wurde nämlich ein gewisses Teil geliefert, nämlich eine Tenniswand. Und das ist nicht irgendeine Tenniswand, das ist ein Hit-Partner sozusagen von einer bestimmten Website. Die haben es irgendwie erstellt, so eine Art Tenniswand halt, ne? Werdet ihr gleich sehen, was das für ein Teil ist. Mega, mega cool. Erstmal war ich ein bisschen skeptisch, ob das geil wird oder nicht. Denn gerade eben kam es an mit der Post, direkt zusammengebaut, ausprobiert. Die ersten so 3, 4, 5 Schläge waren nicht ganz so geil, aber dann wurde es auf jeden Fall besser. Gerade für die Leute, die auch jetzt aktuell mega den Tennisentzug haben. Ich bin ja leidenschaftlicher Tennisspieler und ich wirklich jeden Tag bin ich sowas von abgefuckt davon, dass ich kein Tennis spielen kann. Und deswegen ist das so ein bisschen eine Sache, wo ich mit leben kann, mit dem Teil draußen zu spielen. Ihr werdet es, wie gesagt, gleich sehen. Ja, heute mal die Kappe auf hier, weil meine Frisur kann man so auf jeden Fall nicht mehr zeigen. Man kann ja leider nicht mehr zum Friseur gehen jetzt, was ja auch irgendwie logisch ist. Ich hoffe mal, dass irgendwie in einer Woche die Geschäfte zumindest teils wieder aufmachen, damit man wieder ein bisschen den Putz hier abbekommt. So, ich nehme euch erstmal mit und bis gleich. So, Freunde, ist ein Tick windig draußen, deswegen entschuldige ich mich schon mal dafür, falls es ab und zu so ein bisschen laut ist im Mikrofon. Aber ihr seht schon im Hintergrund hier, so sieht das ganze Gerät aus. Ich werde auch noch mal kurz eine Einstellung hier machen davon, wie das so im Ganzen aussieht. Man kann das halt überall aufstellen, man kann das auch theoretisch drin aufstellen, falls man genug Platz dafür hat. Wir haben zwar auch einen relativ großen Flur, aber die Decke ist, glaube ich, ein bisschen zu flach dafür, deswegen würde es nicht so passen. Aber ja, ich zeige es euch noch mal ganz kurz in der vollen. So sieht das Ganze dann aus. Relativ hoch. Das Brett hier kann man auf jeden Fall individuell einstellen. Das heißt, je nachdem, wie man es haben möchte, kann man es halt einstellen, sozusagen, dass der Ball entweder langsamer abspringt oder höher abspringt oder schneller. Let's go. Ah ja, perfekt, guter Start. Bruh. Der Wind. So, Freunde, gerade eben, ich habe es leider nicht aufgenommen, aber das Ding ist einfach absolut umgekippt und einmal 5 Meter auf den Boden so gerutscht. Hammerkrass, weil das ist ja dann so wie ein Segel, wenn da so viel Wind kommt, das ist ja, weiß nicht, das ist so gefühlt 10 km/h schneller gewesen, also richtig so Wie nochmal? Richtig so schuh. Ah ja, okay. Vielleicht passiert es gleich nochmal, dann habe ich es auch drauf auf Kamera. Hoffen wir lieber nicht, ansonsten geht es vielleicht kaputt. Man hat zwischendurch vielleicht gesehen, ab und zu bleibt der Ball oben so liegen drauf auf dieser Fläche, das kommt halt durch den Wind. Wir haben heute extrem starken Wind, deswegen ist es total nervig. Grüße gehen bei diesen Trickshots raus an meinen Kollegen Christoph. Komm mal, fahr raus. Mut. Eine andere Sache, die richtig geil an diesem Teil ist, du kannst einfach deine komplette Wut rauslassen und einfach voll raufhauen, ohne Angst zu haben, dass der Ball irgendwo über den Zaun fliegt, sonst irgendwas. Klar, der kann auch hier über das Ding rüberfliegen, aber zumindest, wenn du den auch nicht triffst, kannst du vollkommen raufballern und das kann man sonst, wenn man richtig Tennis spielt, nämlich nicht. Und jetzt können wir mal sehen, wie es aussieht. Perfekt. Mega, mega geil. Kannst voll deine Wut rauslassen. Einfach gib ihm. Richtig geile Nummer. So, da sind wir erstmal wieder drin. Das Ding an sich ist richtig, richtig geil. Auf jeden Fall Respekt an die Ingenieure, Respekt an die Macher von dem Ding, weil das richtig, richtig geil ist. Da kann man echt wirklich richtig viel Spaß mit haben. Ich glaube, ich habe da auch vorhin zusammen mit meinem Bruder über eine Stunde mit gespielt, also auch zusammen, zu zweit geht das richtig, richtig gut damit zu zocken. Aber bei Wind draußen, gerade bei uns im Norden, wenn die Windböen echt übertrieben stark sind, dann ist das echt teilweise eine Bürde, weil das Ding, der Ball bleibt halt immer oben auf dieser Ablage, sag ich mal, bleibt er drauf und das ist halt sehr, sehr nervig. Ja, dann glaube ich, habt ihr einen ganz guten Eindruck von dem Teil bekommen und dass es echt ganz gut ist. Kostet ungefähr 400 Euro, ist jetzt kein Sponsoring oder so, aber für die Leute, die Bock haben, sich das zu kaufen, ich schreibe mir den Link zur Website unten in die Videobeschreibung. Vielleicht hat der ein oder andere Bock drauf.
die Quarantänephase oder Isolationsphase geht ja noch ein bisschen länger. Deswegen für die Tennisspieler, die wirklich genauso wie ich gar nicht mehr konnten und wirklich zocken wollten oder zumindest ein paar Schläge machen wollten, dann ist das echt eine richtig gute Sache, um zumindest ein bisschen zu spielen. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr ja gerne einen Daumen nach oben da lassen. Kommentar würde mich auch immer freuen. Ganz geil wäre auch Videovorschläge, wenn ihr das machen könntet. So neue Ideen, die ich machen kann, könnt ihr auch gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Ja, und dann wünsche ich euch alle noch einen schönen Tag. Genießt das Wetter, wenn es bei euch ein bisschen wärmer ist und auch ein bisschen windstiller. Ja, und ansonsten bleibt gesund, bleibt fit und bis zum nächsten Mal. Ciao.